Sieht jetzt aber auch ein bisschen anders aus. Teil des Schiffes handelt es sich hier. Das ist der ÜLG-Kommunikationsraum. Zusätzlich zur Einbindung ins ÜLG-Kommunikationsnetzwerk ist die Normandie mit einem Quantenverknüpfungskommunikator zum Büro des Unbekannten ausgestattet. Dadurch ist verzögerungsfreie Kommunikation auch außerhalb des COM-Rasters möglich. Klingt praktisch. Warum gibt's sowas nicht überall? Jedes Quantenpaar kostet ungefähr so viel wie ein COM-Portal und es kann immer nur ein Quantenbit gleichzeitig übertragen werden. Neben den Kosten und dem Bandbreitenproblem verbindet das System immer nur zwei feste Teilnehmer. Um 100 verschiedene Welten zu kontaktieren, müssten wir 100 verknüpfte Paare herstellen und pro Welt ein Partikel installieren. Alles klar. Das ist vorerst alles. Ich melde Sie ab, Shepard. Gut. Sehr nett, dass du mich abmeldest. Kann ich aber zur Not auch selber. So, da geht's nicht durch. Gut. Da gucken wir uns mal weiter um, was wir noch so Schönes haben. Das ist ja hier Kampfinformationszentrum. Ach, da ist der Fahrstuhl, genau. Wenn wir jetzt nach unten wollen. Hier komme ich nicht rein, da ist das Techlabor. Du bist echt schnell im Laufen, habe ich das Gefühl. Total, ich drücke hier schon Leertaste. Ach, jetzt macht er mal was. Gut, was haben wir denn hier so? Eine verschlossene Tür. Flugsteuerung. Könnte ich mit ihm hier reden? Ist das zu fassen, Commander? Es ist mein Baby und sogar besser als neu. Passt mir wie angegossen. Und sogar Ledersitze. Das Militär mag ja den Standard der Hardware vorgeben, aber auf einer Fregatte der ersten Generation war die Atmungsaktivität der Sitze kein Thema. Im zivilen Sektor hingegen gilt, Design dient auch der Bequemlichkeit. Es ist keine hundertprozentige Nachbildung, Mr. Moreau. Es wurden ganz unauffällig Verbesserungen vorgenommen. Und genau das ist der Haken. Ich mochte die Normandie, wie sie war. Schön und ruhig. Und jetzt ist da dieses Ding, über das ich gar nicht reden will. Es ist, als hätte das Schiff Krebs. Das Schiff ist nur eine Kopie. Wir trauen Ihnen vorerst. Es ist nur eine Kopie. Es ist nicht dasselbe, Joker. Nichts hier war je ein Teil der echten Normandie. Aber wir sind es. Ich muss nehmen, was ich kriegen kann. Die letzten 2 Jahre waren furchtbar. Sie werden sehen. Uns überwacht zwar eine VI, aber die würden nie so viel investieren, um uns dann übers Ohr zu hauen. Es wird bestimmt sogar besser als früher. Hoffentlich. Ich bin immerhin gestorben. Mann, Sie können einen aber echt runterziehen. Ja. Ich bin ja auch gestorben. Ich kann runterziehen. Das kann ich. Gut, mit euch hier könnte ich jetzt nicht reden. Das konnte ich ja noch nie. Das ist ja sowieso irrelevant. Gehen wir doch nochmal im Fahrstuhl runter. Einfach nur nochmal, um zu gucken, was haben wir denn da so Schönes, ne? So. Commander, Sie haben eine Nachricht auf Ihrem privaten Terminal. Ich glaube von Ratsherr Anderson. Ach, guck mal an. Gut, gehen wir einfach zum Quartier des Captains. Und dann gucke ich mal hier mein privates Terminal an, wenn ich das irgendwie finde hier. Hier habe ich einen Panzerungsspind. Damit ich hier keinen Helm. Könnte ich auch mit Helm machen, aber nö. Habe ich immer ohne Helm gemacht. Hier, das kann ich sowieso im Moment noch nicht auswählen, weil ich noch keine anderen Sachen habe. Hier haben wir das Material, das wir austauschen können. Hochglanz, matt und so weiter. Wir bleiben erstmal beim Standard-Dings. Auch noch einfärben können wir es auch noch. Ach, herrje. Dunkelrot. Wir bleiben bei schwarz. Zweite Farbe. Da können wir meinetwegen hier so ein schönes Rot hier mit einfügen. So, warte. So. Und Muster. Was es nicht alles gibt. Ah, okay. Ja, komm, machen wir mal. Und Musterfarbe können wir auch noch einstellen, aber wir bleiben da auch beim Rot. Soll zueinander passen. So, das ist das. Und informelles Aussehen haben wir. Haben wir da überhaupt irgendwas? Ja, haben wir. Okay, warte. Nochmal vor Anfang hier. Ja, das sieht ja echt scheiße aus. Das sieht noch beschissener aus. Ach, du Kacke. Ja, das nehmen wir. Gut. Wissen wir Bescheid. Laufe ich jetzt hier rum, als wäre ich keine Ahnung. Gut. Da haben wir eine Musikanlage. Oh yeah. Wenn das mal keine Musik ist, dann weiß ich auch nicht. Da haben wir einen privaten Terminal. Den können wir mal eben hier aktivieren. Und Ehrenmedaille. Ach, von... Okay. Sind sozusagen die Erfolge. Verstehe.
Und hier der Terminal. Teamstatus. Den Status Ihres Teams überprüfen. Auswählen. Wir haben im Moment nur D2. Okay. Hier haben wir Upgrades. Können wir da irgendwas prüfen? Über Upgrades? Nur so allgemeines Zeug. Okay. Ungelesene Nachrichten. Nachricht von Anderson. Falls die Gerüchte wahr sein sollten und sie wirklich am Leben sind, muss ich Sie bitten, zu einem Gespräch auf die Citadel zu kommen. In den letzten 2 Jahren hat sich viel verändert. Durch Sie habe ich einen Ratssitz und es ist nur angebracht, dass Sie selbst zu all dem Stellung nehmen, was wir gehört haben. Ja, stimmt allerdings. Archivierte Nachrichten. Was haben wir da drin? Nix. Fortgeschrittene Kampfausbildung. Gruppenbefehl, Kräfte, Echtzeitsteuerung. Weil es nicht alles gibt. Ach, das sind hier Tutorials sozusagen. Alles klar. Verstehe. Gut. Dann mal wieder raus hier. Dann haben wir hier die Mannschaftsquartiere. Und so gucken wir, oder was da halt auch noch rumgeistert. Die Miranda muss ja hier auch noch irgendwo sein. Frag mich nicht wo. Q-Deck, Normandy, ja. Mal wieder das Überraschungsmenü. Muss das sein, Rupert? Tut mir leid, Prinzessin. So, hier komme ich nicht durch, ne? Ein Gunnery Officer hat Zugang zur Gefechtszentrale. Ein Gunnery Officer, ich bin der Commander des Schiffes. Meine Güte. Gut, gehen wir mal hier rein. Dr. Shakwas. Hey! Commander Shepard, ich habe die Normandy mit Ihnen an Bord untergehen sehen. Schön, dass Sie am Leben sind. Warum sind Sie denn hier? Ich bin schockiert. Sie dienen jetzt auf einem Cerberus-Schiff? Hat mich selbst überrascht. Dennoch bin ich hier. Ein Trauma, wie Sie es durchlitten haben, hätte die meisten stark verändert. Aber Sie anscheinend nicht. Willkommen zurück, Shepard. Brauchen Sie was? Soll ich einen Kaffee bringen? Haben Sie alles, was Sie brauchen? Ich glaube schon. Die Krankenstation ist fast genauso wie die auf der ersten Normandy. Das Einzige, was fehlt, sind meine privaten Reserven. Sogar eine Flasche Ceres Ice Brandy, den ich für eine besondere Gelegenheit aufgehoben hatte. Okay. Was ist mit der Überlebenschance? Es ist sehr wahrscheinlich, dass es von dieser Mission keine Rückkehr gibt. Sind Sie darauf vorbereitet? Ich habe die Rückeroberung von Shang-Chi überstanden, den Skyllianischen Angriff, wir haben die Schlacht um die Citadel und die Zerstörung der Normandy gemeinsam überlebt. Mein Leben war erfüllt. Ich bereue nichts. Ich möchte dafür sorgen, dass die Crew dieselbe Chance bekommt. Alles klar. Sehen uns später, Frau Doktor. Commander. Gut. Hier haben wir dann den Serverraum, VI-Kern. Ah, müssen wir bestimmt später hin, wenn die VI hier durchdreht. Ich sehe das schon kommen, ganz ehrlich. Ist bestimmt hier einfach nur da, um mich hier auszustalken. Um keine Ahnung was zu machen. Die ist ja süß. Wie alt? 1 Jahr nächsten Monat. Oh, sie werden ihren ersten Geburtstag verpassen. Okay. Das ist der VI-Kern, nehme ich mal an. Oh, die Kolonie liegt am Rande des Grenzgebiets. Gut. Jetzt haben wir hier auch nochmal so einen Raum. Die Frauentoilette. Die Herrentoilette ist auf der Backbordseite des Schiffes. Ach so, Entschuldigung. Hier ist der Fahrstuhl wieder. Mirandas Büro. Gehen wir doch mal dahin. Hey Miranda, was geht ab? Commander, was kann ich für Sie tun? Können wir reden? Haben Sie eine Minute Zeit, Miranda? Sie haben sicher eine Menge Fragen. Cerberus ist nicht so böse, wie die meisten glauben. Wenn ich Ihre Zweifel zerstreuen kann, werde ich das gerne tun. Also, was möchten Sie wissen? Ja, ich will mehr über Sie wissen. Erzählen Sie mir von sich, Miranda. Das ist nur fair. Immerhin habe ich in den letzten 2 Jahren alles über Sie erfahren, was es zu wissen gibt. Sie sollten wissen, dass ich umfassend genetisch modifiziert wurde. Es war nicht meine Entscheidung, aber ich mache das Beste daraus. Das ist einer der Gründe, warum der Unbekannte mich ausgewählt hat. Was immer ich tue, ich bin meistens ziemlich gut darin. Sie sind modifiziert? Von welchem Ausmaß an genetischer Modifikation reden wir hier? Sie war ziemlich umfassend. Ich bin in vielerlei Hinsicht überlegen. Meine Wunden heilen schneller. Und ich werde wahrscheinlich 1,5 Mal so lange leben wie ein Durchschnittsmensch. Meine biotischen Fähigkeiten sind auch sehr weit entwickelt. Für einen Menschen. Dazu kommen das beste Training und die beste Ausbildung, die man für Geld kaufen kann.
Das Ergebnis ist wirklich ziemlich beeindruckend. Sie sind also perfekt. Klingt, als hätte man sie dazu geschaffen, perfekt zu sein. Mag sein, aber ich bin es nicht. Ich bin noch immer ein Mensch, Shepard. Ich mache Fehler, wie jeder andere auch. Und wenn ich welche mache, sind die Konsequenzen meistens weitreichend. Alle erwarten ziemlich viel von jemandem mit meinen Fähigkeiten. Alles klar. Danke für die Information, Miranda. Wir reden später weiter. Natürlich, Commander. Wie Sie wünschen. Gut, weiß Bescheid. Ja, jetzt haben wir ja noch ein Deck. Glaube ich. Hier, das Maschinendeck. Müssen wir da jetzt nochmal hin? Teammitglieder ist da keiner. Ja, dann gehe ich zurück zum Kampfinformationszentrum und wähle unser nächstes Ziel aus. Ne? Gehen wir zur Galaxiekarte. Und dann mal gucken, wo wir denn hingehen. Wir sollten jetzt theoretisch wahrscheinlich hier zum Omega-4-Portal bei Gelegenheit. Ach, jetzt kann ich hier mit dem Flugzeug auch noch selber rumfliegen. Ist ja unglaublich. So. Hier sehe ich dann halt, was ich hier rekrutieren kann, soll oder was auch immer. Ich wollte jetzt aber mal gucken, ob ich hier irgendwie zur Zitadelle komme. Dann haben wir Batalla. Aber... Massenportal. Da komme ich doch bestimmt irgendwie irgendwo hin. Da. Na, mal los. So, und dann wollen wir hier nämlich zur Zitadelle. Umlaufbahn, da wollen wir anfliegen. Und natürlich auch andocken. Um Commander Anderson da mal schönen guten Tag zu sagen. Bevor wir unsere Hauptmission danach kommen. Ein nicht autorisiertes Raumschiff landet. Ohne Probleme. Als Sicherheitsvorkehrung wie 1918. Nämlich keine. Gut. Dann warten wir mal, dass wir hier aussteigen können. Und warten. Ja, immer noch. Gut, wir nehmen ruhig alle mit, die wir jetzt hier haben. Hinzufügen. Und hinzufügen. So, Gruppenauswahl bestätigt. Jo. Da habe ich auch noch 2 Gruppenpunkte. Dann machen wir mal Adrenalinausstoß hier einen Punkt rein. Rang erwerben. Und hier, was war das? Kampfmeisterschaft, ne? Ich glaube ja. Ne, warte, hier muss... Ach, hier brauche ich dann 2 Punkte. Ah, jetzt verstehe ich. Dann packen wir das mal da rein. So. Und beenden. Gute alte Zitadelle. So, dann haben wir doch hier irgendwo eine Karte. Ach, du Scheiße.